Willkommen zur neuen Runde unseres kleinen Interviewformats. Heute habe ich Kalli dabei. Willkommen. Grüß Gott allerseits. Magst du dich vielleicht als allererstes einmal vorstellen? Für die Zuschauer, die mich noch gar nicht kennen. Also mein Name ist Kalli Prass, mit Nachnamen Prass. Und ja, ich bin unter anderem unter dem Pseudonym der christliche Furry auf YouTube unterwegs. Betreibe diesen Kanal schon seit einem Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal hier an und frage einfach mal, ob die Möglichkeit besteht, dass ich einfach mich einmal auch hier ein bisschen vorstellen darf, unter den anderen Furries einreihen, sozusagen. Und natürlich darfst du das. Und das habe ich jetzt getan. Genau. Gibt ja auch genug, die dich noch nicht kennen, zumindest denke ich das. Also von insofern immer her. Magst du uns vielleicht verraten, wie du zu dem Nickname gekommen bist? Ja, sehr gerne. Also Kalli Prass, ursprünglich hat es noch keine Bindung zum Christentum gehabt. Ich habe im Jahr 2018, dazu komme ich auch später noch, bei einer Manga- und Anime-Convention mitgemacht und habe dort einen Zeichenkurs besucht. Meine Kollegen haben sich überlegt, okay, welche Manga-Figur oder Anime-Figur würden sie denn am liebsten zeichnen? Ich dagegen habe mir überlegt oder bin 10 Minuten vor einem leeren Papier gesessen und habe mir gedacht, so nein, irgendwie, das kann es jetzt einfach auch nicht sein, dass ich da einfach eine andere Anime-Figur zeichne, die ich aus meinem eigenen Inventar, aus meinem eigenen Gedächtnis zaubere. Ich möchte irgendetwas anderes erschaffen. Dann habe ich einfach losgezeichnet und irgendwann kam dann ein orange, grüner, blauer Fuchs oder ein Wolf heraus mit Sandalen wie aus Griechenland. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich jetzt dieses Wesen, das ich da gerade erschaffen habe, nennen? Habe dann gegoogelt, was heißt orange und was heißt grün. Grün heißt auf griechisch Portokali heißt, soweit ich weiß, orange. Und Prassimos heißt grün auf griechisch. Und aus diesem Grund habe ich dann ein Wortspiel daraus gemacht, habe einfach die restlichen Enden abgeschnippelt, dann den Vor- und den Nachnamen erstellt. Kalli Prass. Und das war's. Sehr schön. Du bist, glaube ich, auch der Erste, der sagt, er hat sich's mehr oder weniger aus dem Wörterbuch rausgesucht. Das stimmt. Ich kenne sonst niemand anderen, der das gemacht hat. Finde ich aber interessant. Du hast ja eben schon erwähnt, Wolf oder Fuchs. Ich bin mir bis heute eigentlich nicht so wirklich sicher. Es ist so eine Art Hybrid, würde ich sagen. Okay, das ist ja jetzt auch nicht so unüblich. Von insofern, es passt. Allerdings, natürlich, mein zweites Fursona-Line ist natürlich allgegenwärtig der Otter, den ich jetzt gerade habe, mit dem ich jetzt gerade kommuniziere. Ja, mit dem bist du ja auch regelmäßig im Internet unterwegs, also auf YouTube meine ich. Genau. Was sind so deine Hobbys, also außer als Otter auf YouTube unterwegs sein? Also mir wird ja gewissermaßen die Rolle zuteil, dass ich eine sehr konträre Einstellung habe, was das Furry-Fandom angeht, beziehungsweise wird mir die Rolle zuteil, dass ich doch vielleicht ganz andere Ansichten habe, die ich dann als Hobby auf meinem YouTube-Kanal vertrete. Also zumindest kenne ich nicht sonderlich viele christliche Furries, auch wenn es da vielleicht ein paar geben könnte. Respektive würde ich sagen, dass ich so ziemlich einer der Einzigen bin. Aber es macht mir trotzdem Spaß, praktisch YouTube-Videos zu produzieren. Das ist eines der Hobbys. Und abseits dessen habe ich natürlich auch viele andere Hobbys. Ich finde, man braucht eine gewisse kognitive wie leibliche Fitness, die einen aufrechterhält. Also ich zitiere da gerne Einstein, dass man praktisch wie ein Fahrrad immer zu seinen eigenen Antrieb suchen muss, denn ansonsten würde man irgendwann umkippen. Und aus diesem Grund habe ich mich sehr gerne für Sprachen interessiert, schon immer. Und auch natürlich für die Eigenforschung der Bibel, anstatt dass ich mir einfach nur einmal am Sonntag vom Pfarrer oder von der Pastorin mir anhören darf, wie er das interpretiert oder sie das interpretiert. Das ist mir ganz wichtig, dass es da eine eigene Interpretation gibt und dass man selbst darüber nachdenkt. Und ich gehe natürlich auch gerne laufen, um mich fit zu halten
Zeichne hin und wieder ganz gerne auf meinem Instagram-Account. Da lade ich das dann meistens hoch. Und ja, ist es immer wieder schön zu sehen, dass das Leuten dann auch gefällt, was ich da mache. Genau. Ist ja auch immer ganz gut, sich zu betätigen, aber es ist noch ein bisschen zufriedenstellender, wenn man merkt, den anderen gefällt das, was man tut. Das ist richtig. Du hast ja eben schon gesagt, du bist quasi die Nische in der Nische, so der christliche Furry. Davon gibt's in der Tat meines Wissens nach nicht allzu viele. Ein paar, aber nicht. Sagen wir mal, es fällt auf. Ja, das stimmt. Was gefällt dir daran, als Furry durchs Leben oder in dem Falle durchs Internet oder, naja, durch die Wesenheiten des Ganzen zu gehen? Also diese nicht vorhandene Grenze einfach mal zu erkunden. Denn es gibt tatsächlich im Furry-Fandom keine Grenzen. Die Grenze ist dort, wo dein Verstand liegt. Du kannst alles sein. Du kannst dich praktisch in jegliche Welt hineindenken oder erschaffen. Ich kenne jemanden, der als Furry sogar ein eigenes Videospiel jetzt produziert, wo ich einen kleinen Gastpart einnehmen darf, als jemand, der ein kleines Fläschchen verkauft. Und das zeigt mir einfach, hey, diese Welt, die wir alle als Kinder kennengelernt haben, mit Disney und so weiter, das ist etwas, was nicht nur für Kinder bleiben sollte oder nicht nur der gehobenen Klasse zuteil werden sollte, dass praktisch nur die Elite praktisch solche Welten erstellen kann, also die sehr, sehr geübten Zeichner und Animateure, sondern dass das auch das einfache Volk, also praktisch wir, einfach mal erstellen können und dass wir durch diese Gemeinschaft als Furries doch gewissermaßen ja etwas erschaffen, was viele andere nicht mehr haben, und zwar einfach diesen Sinn zu träumen. Viele Leute haben einfach dieses Kindsein in sich verloren und sind viel zu ernst, und das ist bei Furries einfach vollkommen anders. Also ich habe so viele Furries, die unterschiedliche Interessen haben, schon mal miterlebt, und jeder ist einfach nur er selbst oder sie selbst. Und das hat mir einfach mega gut gefallen und ich bin froh, meinen Teil, meinen kleinen Beitrag hierbei zu leisten, auch wenn mich manche Furries vielleicht aufgrund gewisser religiöser Überzeugungen vielleicht schief anschauen, aber das ist schon in Ordnung. Ja, mein Gott, wir sind Furries, wir werden schief angeguckt, wenn wir irgendwo in der Straße unterwegs sind, also von sofern. Ja. Genau. Weißt du, wie lange du schon im Furry-Fandom unterwegs bist? Es gab keinen bestimmten Zeitpunkt, das ist ein schleichender Prozess. Jedoch, so wirklich, meine Persona habe ich im Jahr 2018, wie ich bereits erwähnt hatte, erstellt. Und irgendwann, ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war, habe ich dann einen Videoeintrag bzw. einen Beitrag von Kinora. Ich weiß nicht, ob dir dieser Furry etwas sagt. Natürlich. Der hat bei Dumm gefragt mitgemacht und hat dort eben Fragen beantwortet, ob er eine Identitätsstörung hätte. Und ich habe mir diesen Persona angesehen und habe mir gedacht, irgendetwas ist daran, was ich auch haben möchte. Ich will irgendwie da auch rein. Also das war irgendwie so dieser springende Punkt. Dann habe ich andere Videos angesehen, habe gesehen in diesen Videos, wie fröhlich diese Furries doch miteinander umgehen oder mit der Welt umgehen und wie farbenfroh das alles sein kann. Und da habe ich gewusst, auch wenn ich nicht mehr weiß, wann genau das war, da muss ich rein. Nachvollziehbar. Gerade wenn du sagst, so das Kindliche in dir oder in Furries als Ganzes. Ich kenne relativ wenig Gruppen, bei denen das so sehr nach außen getragen wird wie bei uns. Und das ist gut so. Das möge gerne so bleiben. Ja. Warst du schon mal auf größeren Events? Dann ist natürlich die Frage, ab wann zählt ein Event als ein großes Event? Ich war nämlich schon bei einem Event in Wien. Also, das war wahrscheinlich das größte Event. Das war nämlich die Unicorn. Da waren bestimmt 2.000, 3.000 Besucher. Einige Furries waren da auch vertreten. Jedoch eine explizite Furry-Convention, die ausschließlich für Furries da ist,
habe ich tatsächlich noch nicht besucht. Ganz einfach aus dem Grund, dass mir die große Distanz schon deutlich zu schaffen macht. Denn beispielsweise die Euroferrins fand ja in Berlin statt und jetzt ist sie noch weiter weg in Hamburg. Und das ist genau das andere Gebiet des deutschsprachigen Raumes. Also ich bin wirklich am ganz, ganz anderen Ende. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass wirklich nur im Norden von Deutschland diese riesigen Conventions stattfinden. Wenn es die Mitte oder der Süden von Deutschland wäre, dann würde ich mich vielleicht mal dazu entscheiden, wenn ich viel Zeit habe, dass ich mal mit einem Zug ein Ticket löse und dann dort einfach mal auftauche und einfach mal mitmache. Aber bislang ist das noch nicht passiert. Aber ich hoffe, das wird sich eines Tages ändern. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und gerade so die größeren Conventions neigen ja dazu, alle paar Jahre mal zu wandern, aus unterschiedlichsten Gründen. Insofern, ja. Nur weil es heute Hamburg ist, heißt das nicht, dass es nicht morgen München sein kann. Jo, München wäre auf jeden Fall schon mal deutlich näher. Hast du selber einen Fursuit? Ja, ich habe einen Fursuit. Der ist vor einem Jahr aus England angekommen und die gute Dame heißt Colorful. Ich wollte einen Fursuit-Bauer oder eine Fursuit-Bauerin finden, die zu einem akzeptablen Preis eine gute Qualität recht zeitnah produziert. Alle drei Faktoren zu finden war gar nicht einfach. Es gibt so viele, da zahlt man allein schon für den Kopf 2000 Euro. Und das war für meine Verhältnisse absolut nicht drinnen. Und dann habe ich Colorful entdeckt und sie hat so viele Fursuits oder Fursuit-Köpfe bereits erstellt. Und alle waren in einer echt außergewöhnlich guten Qualität. Und ich habe für alles zusammen plus Versand, glaube ich, 950 Euro gezahlt. Also nicht einmal die Hälfte von dem, was andere für die gleiche Qualität verlangen würden. Und ich habe das den Fursuit, glaube ich, innerhalb von 2-3 Monaten bekommen und habe keine lange Wartezeit gehabt. Das war ideal eigentlich. Klingt in der Tat ziemlich optimal und Colorful passt auch irgendwie zu dir. Das stimmt, ja. Ich glaube, einmal gab es einen Kommentar, weil nämlich Colorful meinen Fursuit-Kopf auf ihrem eigenen Instagram-Account hochgeladen hat. Und einer hat geschrieben, The Google Chrome Fursona. Wegen der Farbenpracht. So wie Google Chrome. Finde ich zumindest von der Farbwahl her gar nicht so unpassend. Viele Fursuiter, die so in der freien Botanik unterwegs sind, haben ja auch Accessoires dabei. Hut, Plüschpizza, ähnliches. Gibt's sowas bei dir? Noch nicht. Allerdings habe ich vor, vielleicht, da mein Großvater eine Drechselmaschine hat oder generell sehr bewandert ist im Erstellen von Holzartikeln, dass ich da einfach mal herangehe und mir eine Holzperlenkette mit einem Kreuz erstellen lasse. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Mal schauen, ob das klappt. Ja, zumindest eines der wenigen Accessoires, die nicht aus Plüsch oder Schaumstoff oder ähnlichem sind. Das stimmt. Ach Moment, nein. Jetzt ist es mir eingefallen. Und zwar habe ich letztes Jahr für die Unicorn den Fursuit Kulinator entwickelt. Der Fursuit Kulinator ist einzigartig. Er besteht aus einer Tüte, wo in der Mitte ein Loch drinnen ist, wo ein Kühlungsventilator angebracht ist, der durch eine Verkabelung mit einer Batterie angeschlossen ist. Durch dieses geniale Gerät habe ich versucht, meinen Fursuit von innen zu kühlen. Leider hat das nicht so ganz geklappt. Ach ja, das ewige Problem, die Hitze im Inneren. Aber ja, das ist auf jeden Fall relativ einzigartig und passt auch irgendwie zu dir. Insofern, das gefällt mir irgendwie. Gibt's generellen Furry-Bereich Medien, die dir gefallen? Filme, Serien, Webcomics, ähnliches? Ich bin wahrscheinlich jetzt der Einzige, der das sagt. Ich liebe Disney, ich liebe anthropomorphe Filme, aber ich mag tatsächlich Robin Hood nicht so sehr. Da bin ich wahrscheinlich der Erste, der das sagt, oder? Richtig. Ich weiß einfach nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich fand den Film als Kind schon sterbenslangweilig und ich weiß aber nicht, warum. Ich mochte Kapp und Kappa viel lieber oder König der Löwen. Ich weiß aber gar nicht, warum. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben. Vielleicht ist es einfach diese nicht vorhandene gesungene Musik, dieser doch sehr einfache Zeichenstil
Man muss dazu sagen, dass Robin Hood zu einer Zeit entstanden ist, als Disney vielleicht mental gerade in einer Krise war, aufgrund der Tatsache, dass der Film zu einer Zeit entstanden ist, als Walt Disney höchstpersönlich gerade gestorben ist. Da hat man schon gesehen, dass die Zeichenqualität im Gegensatz zu Filmen davor deutlich nachgelassen hat. Man muss bedenken, Schneewittchen ist 30 oder 40 Jahre älter als Robin Hood und ist trotzdem von der von den Farbnuancen oder von den Texturen her, das kann man sehr eindeutig sehen, deutlich sauberer gezeichnet als beispielsweise Robin Hood oder die Aristocats oder so weiter. Das war so ein Tiefpunkt von Disney. Danach ist es wieder bergauf gegangen. Über Himmel und Hund brauchen wir nicht nachdenken. Keiner interessiert sich mehr für diesen Film, glaube ich. Also das ist auch ein anthropomorpher Film, aber den kennt fast keiner mehr. Deswegen gehen wir weiter zu Zoomania. Und das ist tatsächlich dann wiederum ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Der wusste genau, wohin er geht, welche Tiere er vorstellen will, welche Stereotypen er als Film praktisch humorvoll überbringen möchte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Zu Beastars bin ich gemischter Meinung. Ich finde es schön, dass es die Kombination Anime und anthropomorphe Tiere gibt. Allerdings muss man da die Furry-Brille abnehmen. Das habe ich getan. Und habe versucht, die Serie, so zu bewerten, als wäre es eine Serie, in der einfach nur Menschen die Hauptcharaktere wären. Und wenn man jetzt praktisch die anthropomorphen Tiere durch echte Menschen ersetzt, dann ist für mich Beastars, wenn man das mit anderen Animes vergleicht, ja, guter Durchschnitt, aber nicht perfekt, muss man auch sagen. Bleibt wie alles im Leben Geschmacksfrage. Ja, absolut. So ist es. Gibt's irgendwas im Furry-Fandom, von dem du sagst, das würde ich gerne ändern? Es gab eine Furry-Convention im Jahr 2015 in Washington State, und zwar, zumindest glaube ich, dass das in Washington State war. Das war Rainforest, falls dir das was sagt. Oh ja. Und worauf ich hinaus möchte, es gab dort Leute, die ihren eigenen Fetisch zur Schau stellen wollten, den anderen Hotelgästen, und zwar nämlich das Crinkling, also das Tragen von Windeln, was absolut auf Fetischen basiert ist. Und ich bin jemand, der seine Meinung einfach vertritt, auch wenn ich damit vielleicht im Fandom eine konträre Meinung habe, aber ich finde, dass Sexualität doch etwas ist, was sehr privat ist und was auch, egal ob das jetzt in einer Furry Convention ist oder bei einer Parade ist, Sexualität geht niemandem etwas an, und ich sträube mich, wenn ich sehe, dass jemand in sexuell aufreizenden Posen einfach so andere versucht anzuwerben oder praktisch die eigene Sexualität jemand anderem versucht aufzuzwingen. Das muss einfach nicht sein. Wir können einfach als Furries auch, also ich meine, für viele Furries ist das ja überhaupt kein Thema, weil das nichts mit Sexualität zu tun hat. Aber für die Furries, das Furry-Sein vielleicht etwas Sexuelles ist, und für mich als Christ, ich reiche jedem die Hand und ich sage jetzt niemandem, dass allein die sexuelle Orientierung irgendwie eine Sünde wäre. Man kann aber auch mit der Kirche mal im Dorf bleiben und andere Leute, die beispielsweise gar keine Furries sind, einfach mal da draußen lassen und einfach diese Übersexualisierung, und ich weiß ja, dass das die meisten eh nicht machen, aber die paar Prozent, die das machen würden, dass man das vielleicht einfach mal sein lässt, das muss einfach nicht sein, gerade nicht vor Kindern oder so. Ja, dann hast du eh das Problem, dass die sich am schlechtesten benehmen, sind die, die die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Leider. Ist auch bei Protesten immer so. Egal, ob das jetzt Proteste sind für Furries oder für irgendetwas anderes. Wer kommt am Ende in die Zeitung? Richtig, genau der, der den Krawall gemacht hat. Und die anderen 95%, die sich gut benommen haben, die werden ignoriert. So ist es leider. Gibt's darüber hinaus noch irgendwas, das du gerne loswerden möchtest? Erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und meinen Beitrag dazu oder meinen Senf dazugeben durfte zum Furry-Fandom allgemein und so weiter. Auch wenn wir Furries vielleicht allesamt Furries sind, so sind wir doch, glaube ich, alle unterschiedlich. So wie unsere Fellfarben unterschiedlich sind, so sind auch alle anderen Furries unterschiedlich in ihren Einstellungen, Vorlieben und so weiter. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass wir allesamt immer noch, ja, Menschen sind, die Bedürfnisse haben. Und wer Furries vielleicht noch nicht kennt,
der kann einfach mal zu uns hinkommen und einfach mal schauen, was geht denn da so ab. Denn das Fairy-Sein ist nämlich bei weitem nicht das Einzige, was uns ausmacht. Ich bin vielleicht zu 0,05% meines Lebens im Fursuit selbst. Also das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil meines Lebens, wo ich das ausführe. Und vielleicht können auch die, die sich selbst als Anti-Furries bezeichnen, doch mal selbst hinterfragen und vielleicht auch einsehen, hey, in dieser Thematik stimme ich vielleicht nicht überein mit den Furries, aber in anderen Thematiken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, liebster Fußballverein oder was weiß ich was, oder eben Religion, da bin ich auf einmal in derselben Position wie gewisse andere Furries. Lernt sie einfach kennen. Wir sind auch Menschen, auch wenn wir uns als Tiere verkleiden. Und springt über euren eigenen Schatten. Wir tun euch nichts. So ist es. Und am Ende, auch wenn das Auffälligste, da sind wir wieder bei den paar Prozent von eben, das Auffälligste sind die Suits. Aber ich hatte jetzt schon ein paar Leute im Interview und die meisten sagen, sie bleiben in erster Linie für die Community. Ja, muss jeder selbst wissen. Die Frage, letzte Frage bei dir wahrscheinlich relativ überflüssig, weil wenn du das machen möchtest, machst du es wahrscheinlich auf deinem eigenen Kanal. Möchtest du jemanden grüßen? Oh, ich habe am Anfang schon Gott gegrüßt im Sinne von Grüß Gott, aber nun ja, dann würde ich das einfach nochmal machen. Grüß Gott an alle. Wunderbar, dann verabschieden wir uns auch schon von diesem Kanal und ich mich von dir auf der anderen Seite des Mikrofons. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.